Dieses permanente Eindreschen, dieses Entmenschlichen der Konservativen, der nationalen Kräfte, der Antiglobalisierer, der Patrioten, die werden ja entmenschlicht und sowas setzt Gewalt frei. Und das sehe ich also viel stärker auf der linken Seite als auf der rechten Seite. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute wieder im Gespräch mit Professor Max Otte. Max, Meinungsfreiheit, darüber haben wir gelegentlich gesprochen. Es ist aber immer wieder ein Grund da, um das erneut zu tun. Wir hatten zum Beispiel jetzt vor wenigen Tagen ein Urteil des Amtsgerichts in Berlin-Tiergarten über den YouTuber und Blogger Tim Kellner. Der hatte die Berliner SPD-Staatssekretärin Safsan Cebli eine islamische Sprechpuppe genannt und ist dann freigesprochen worden. Sie hatte ihn ja verklagt deswegen. War das ein Sieg für die Meinungsfreiheit? Kann man das so sagen? Ja, absolut. Er hat es ja nicht nur das genannt, sondern auch Quotenmigrantin der SPD. Und er hat das ja wiederholt getan. Er hat auch eine recht provozierende Art auf Twitter. Und er geht sie auch bewusst an. Natürlich ist sowas absolut von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wenn man etwas Humor hätte, könnte man es sogar noch mit Humor nehmen. Das fällt dann bei Begriffen wie Krebsgeschwür und so weiter, die auch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, mit denen der CDU-Politiker Elmar Brok die eigenen Parteifreunde oder andere mich bezeichnet hat, also in der Werteunion, das kann man dann eher schon nicht mit Humor nehmen, weil das eigentlich den Gegner vernichten soll. Die islamische Sprechpuppe ist natürlich auch böse, das ist ganz klar, aber sagen wir mal so, man könnte es, wenn man viel Humor hätte, noch mit Humor nehmen. Das hat die Frau Schäbli anscheinend nicht. Da zeigt sich ja auch dieses ganze Bild. YouTuber und freie Medien gegen Staat, also Frau Schäbli kriegt ein irrsinniges Gehalt, läuft ja auch mit Top-Klamotten rum, Gucci und was weiß ich, hat sie da immer anschickste Klamotten als Staatssekretärin und haut 30, 40 Anzeigen in manchen Wochen raus, um Leute anzuzeigen, weil sie ihrer Meinung nach das Falsche sagen. Also sie ist Sprachpolizei und hat aber ein unglaubliches Sendungsbewusstsein. Ihr Vater ist, glaube ich, viermal illegal über die Grenze, hat 12 Kinder gezeugt. Das ist ja alles, ist ein Schicksal, das ist in Ordnung. Aber dass sie dann quasi staatlich alimentiert, subventioniert Staatssekretärin wird und ihre Zeit damit verbringt, Meinungskontrolleurin zu spielen, ist auch eine Sache. Und der Tim Kellner ist ein vorbestrafter Polizeibeamter oder aus der die Vorstrafe hat er auch mal erklärt, hat irgendwann ist er einen Zuhälter sehr hart angegangen, was man natürlich nicht darf. Völlig, zumindest kann man die Motivation verstehen. Also dadurch ist er ausgeschieden und macht diesen YouTube-Kanal. Also da sieht man aber auch mal die Kräfteverhältnisse. Was Kellner gesagt hat, war ja nicht die einzige Äußerung in den vergangenen Wochen, die ziemliche Schlagzeilen erzeugt hat. Mir fällt auch ein, Jakob Augstein, der hatte sich ja geäußert und hatte nach Hanau, glaube ich, gesagt, die Wegbereiter der Gewalt haben Namen und Adresse: Sarrazin, Broder, Tichy und andere, die die Verrohung des Diskurses vorangetrieben haben. Das ist auch was, was ich oder wovon ich finde, dass es gar nicht geht. Wie weit sind wir denn da? Du hast es ja schon angedeutet, es schaukelt sich auf beiden Seiten andauernd weiter hoch. Ich bin ja fast beleidigt, dass ich nicht dabei bin. Also hatte mich aber nach dem Lübcke-Mord hat er dann Frau Steinbach genannt, Frau von Storch, mich Es und kommt schon noch. Herrn Höcke und so. Also das ist ja fast eine Beleidigung, dass er mich da nicht nennt. Aber das ist der Unterschied. Ein Tim Kellner ist ein aus meiner Sicht anständiger Bürger, ein Patriot, der aus Eigeninitiative gegen Bedrohungen seinen Kanal macht. Er ist neulich mit einem Überfallkommando über ein Dutzend Beamte umstellt worden. Die Straße wurde abgeriegelt. Steuerprüfung. Dabei waren seine Unterlagen noch beim Steuerberater. Und der hatte nun wirklich nicht viel, was er umsetzt. Also so geht der Apparat gegen ihn vor. Während ein Augstein, ein Millionenerbe, der anscheinend Langeweile hat und dann diffamiert und diskreditiert und da solche Dinge von sich lässt, das ist schon ein hartes Stück. Also geht ja darum, Menschen wirklich zu vernichten und ins Abseits zu stellen. Und das ist eine Form des politischen Diskurses, die wir vor 10, 20 Jahren noch nicht hatten. Der richtet sich aber nicht nur rhetorisch gegen Menschen, muss man noch mal sagen, sondern auch physisch. Wir haben zuletzt diesen Brandanschlag auf das Auto von Herrn Chrupalla von der AfD gehabt.
Ja, ich meine, diese Menschen schüren auch Hass und es wird ja wenig gemacht gegen die Antifa, gegen den schwarzen Block, also gegen diese Gewaltbereiten, die wir auch vor allem, nicht nur natürlich, aber im linken Spektrum haben organisiert. Im rechten Spektrum gibt es diese Irrsinnigen, wobei in Hanau, der war durch irgendwelche Verschwörungstheorien, jetzt benutze ich das Wort auch mal, beeinflusst, da war er offensichtlich psychisch krank, hatte einen Vater, der bei den Grünen aktiv war. Also die Ermittlungen laufen auch irgendwo ins Leere. Also da wird jetzt gemauert. Wir wissen gar nicht genau, wie da die familiären Hintergründe sind, aber es war erstmal wohl das Recht zugeordnet. Es kann genauso gut sein, dass es ganz anders zuzuordnen ist. Zumindest die Ursprünge des Ganzen, dass er dann irgendwelche durchgeknallten Sachen hat. Aber dieses permanente Eindreschen, dieses Entmenschlichen der Konservativen, der nationalen Kräfte, der Antiglobalisierer, der Patrioten, die werden ja entmenschlicht und sowas setzt Gewalt frei. Und das sehe ich also viel stärker auf der linken Seite als auf der rechten Seite. Und die Medien mischen da wie immer kräftig mit. Brutal, brutal. Und es gibt eigentlich, ich meine, bin ja froh, dass du so fleißig den Gegenpositionen auch und das Volk bringst und Es gibt genügend thematisch, Vorlagen. ja, die gibt es immer, aber wir sind nicht viele, die dagegen halten. Und wenn ich mir das überlege, auch jetzt, gerade in den letzten Wochen, Hanau war fürchterlich, das ist keine Frage. Und Dann gab es aber auch noch Volkmaßen. Das war irgendwie der falsche Anschlag. Das ist ja, ein Deutscher abgetaucht. fuhr in die Menschenmenge, hat viele Menschen verletzt, nachher stellt sich heraus, ist ein Marokkaner, der dem man einen deutschen Pass gegeben hat. Also mir ist das Wort Lückenmedien, also es wurde uns ja das Wort Lügenmedien quasi verboten, sprachpolizeilich, aber da kann man schon wieder von Lügenmedien sprechen, wenn sie so viel verschweigen, dass es schon falsch wird. Also auch die brennenden Kirchen in Griechenland, also wenn es Moscheen wären, wäre das sofort überall. Es ist unglaublich. Und jetzt machen wir einen Integrationsgipfel. Also die Medien haben ein Feindbild und es fehlt uns in Deutschland leider ein großer unabhängiger Sender wie Fox in den USA. Die einzige Hoffnung ist eben, sind die sozialen Medien. Die erreichen aber nicht alle. Zum Beispiel meine Mutter erreichen sie nicht. Meine auch nicht. Aber das Gute ist natürlich, dass sie vor allem die junge Generation erreichen, dass da also da wieder Hoffnung heranwächst. Wir haben jetzt einen freien Mitarbeiter gewonnen für das Politikmagazin, Niklas Lotz von Never Forget Niki. Das ist ja so ein junger Aktiver, der ist 20, glaube ich, hat eine Lehre gemacht bei einer Versicherungsgesellschaft. Dann hat man ihm den Job weggenommen, hat ihn praktisch Wahnsinn, ausgemobbt oder Wahnsinn, rausgeworfen. ja. Und das zeigt auch, dass auch in der jungen Generation das politische Interesse im Augenblick wächst. Das war ja lange nicht so. Ja, es sind schon Ausnahmen und ein Großteil wird halt schon indoktriniert mit Fridays und mit Klima und natürlich ist immer noch das Thema Dritte Reich in den Schulen ganz oben. Das ist ein wichtiges Thema, aber es ist eben nicht das einzige Thema. Also die Indoktrination ist schon stark, aber es gibt eben solche Momente der Hoffnung wie den Never Forget Niki, den Niklas Lotz, toller Blogger. Aber mal überlegt, was der, dass man ihm den Job weggenommen hat. Er hat ja angekündigt, dass er blockt und erst hatte auch sein Arbeitgeber nichts dagegen und auf einmal wollten sie nicht mehr. Mir werden auch Veranstaltungen gestrichen. Also jetzt, Ulrich Vosgerau hat das mal sehr schön gesagt, der Verfassungsrechtler, dem man auch eine bereits zugesagte Professur in Münster an der Polizeihochschule gestrichen hat, weil er ein Buch geschrieben hat, Die Herrschaft des Unrechts über die Einwanderungsfragen, über die Grenzöffnung. Der Ulrich Vosgerau hat sehr schön gesagt, die Medien haben die Funktion der politischen Polizei. Sie dürfen diskriminieren, was andere nicht dürfen. Sie dürfen Menschen verdammen, sie dürfen hinter ihnen herlaufen. Passiert mir zum Beispiel im Falle des Handelsblatt Berlin-Korrespondenten Dietmar Neuerer. Der war früher ein großer Otto-Fan, da war ich der bekannte Krisenökonom, habe mich ständig zitiert und interviewt. Und dann ist für den eine Welt zusammengebrochen, als ich gesagt habe, ich wähle jetzt mal AfD und ich bin konservativ. Und seitdem verfolgt er mich auf YouTube, stellt meine Tweets hin, diffamiert mich. Also der wird vom Handelsblatt dafür bezahlt. Der macht natürlich auch noch andere Dinge, aber das macht er mit voller Überzeugung. Jetzt werden wieder für eine Veranstaltung von mir werden Gegendemonstrationen herbeigeschrieben. Also am 18.03. bin ich in Buxtehude.
tragische Weltsystemcrash vor. Die Zeitung hat mich natürlich nicht interviewt, aber schreibt, aber es haben sich schon ein Aktionsbündnis gegründet. So wird im Prinzip politische Gewalt von den Stützen des Systems herbeigeschrieben und die Medien, ich meine, die SPD hat ja ein gigantisches Zeitungsimperium, da spricht ja auch keiner drüber. Ich glaube, Tichy musste sogar Ja, mal genau, ja. eine Abmahnung, aber das kann man ja so sagen. Ich mal gucken, ob wir jetzt auch eine Abmahnung kriegen. Die haben ja unendlich viele Medienbeteiligungen. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich. Das heißt, die Eliten in den Medien und in der politischen Kaste, die betreiben dieses Spiel politisch und ganz bewusst. Die wissen, was sie da anrichten in der Gesellschaft. Und trotzdem geht das weiter. Wie weit können die das treiben? Ja, ob sie so viel Verantwortungsbewusstsein haben, dass sie wissen, was sie anrichten, sie sagen einfach, ich will, ja gut, sie wissen schon, dass sie Leute platt machen, aber einen Dietmar Neurer, den halte ich eher für ein kleines Licht, der glaubt daran, dass er hier was Gutes tut und wird davon vom Handelsblatt bezahlt, unter anderem nicht nur, das ist nicht sein Hauptjob, mich zu verfolgen, zu diskreditieren, zu diffamieren. Früher war halt mein Fan, jetzt ist das nicht mehr. Wie weit kann das gehen? Man sieht es ja in den USA, wo eigentlich die Position der Populisten, also derjenigen, die der Mittelschicht oder wie auch immer auf den Mund geschaut haben, das ist, ich sage den Begriff einfach so, muss ja nicht Negatives sein, ist ja stärker, indem da jemand Präsident ist. Aber auch da ist die Auseinandersetzung nach wie vor knüppelhart und die haben ein Fox News. Wir haben also in Deutschland erheblich schlechtere Ausgangsbedingungen als die Amerikaner. Und wir haben noch besondere historische Belastungen dazu. Also wir haben den härteren Kampf, wir beide. Ja gut, also die wissen da, was sie treiben, aber die Folgen interessieren sie einfach nicht, die. Richtig, und das ist ja das, was früher Eliten sollten, eine gewisse Haltung im Sinne von Verantwortung haben. Heute ist ja Haltung die richtige Gesinnung. Und das war, das war eben in Diktaturen, auch im Nationalsozialismus, auch im Kommunismus so, Rechtsstaat. Nicht so wichtig, hauptsächlich du hast die richtige Gesinnung. Und somit, das ist heute Haltung. Und man hört das ja selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien, da wurde Haltung gezeigt und so weiter. Haltung heißt eigentlich, die Konsequenzen meines Handelns bedenken, gewisse Grenzen einhalten, gewissen Anstand wahren, auch im Diskurs, auch in der Auseinandersetzung Verantwortung zeigen. Das ist für mich Haltung und so möchte ich zumindest leben. Vielen Dank.